willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es mal endlich wieder soweit. Ein neuer Fitness Purses Haul steht für euch an. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal euch meine Einkäufe gezeigt habe. Von Kleidung, also so Leggings, Sport-BHs, Unterwäsche, über Snacks, auch so Küchensachen. Es ist wirklich alles mit dabei. Und übrigens, kleiner Hinweis, bleibt bis zum Schluss dran. Da könnt ihr noch ein bisschen abstauben. Da habe ich noch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und übrigens findet aktuell auch die Geburtstagswoche bei Purses statt. Die werden nämlich 14 Jahre alt. Es gibt bis zu minus 60% Rabatt seitenweise. Also ihr müsst nur meinen Rabattcode Paulina10 und 14 Years eingeben. Dann könnt ihr richtig abstauben. Ab 69 Euro gibt es dann auch noch ein Geschenk dazu. Und mit meinem Rabattcode springt ihr auch immer automatisch in den Lostopf für die 100 Euro Purses Gutscheine. Da lose ich nächste Woche wieder eine Bestellnummer aus. Also ja, ich sag mal, ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen zu shoppen. Jetzt starten wir aber los. Ich glaube, wir starten einfach mal mit Kleidung. Was ist so viel? Wo fangen wir da jetzt an? Wo fangen wir da jetzt an? Wo fangen wir da jetzt an? Ich starte jetzt mal los mit Leggings. Es gibt nämlich zwei neue Linien. Einmal die Contour Leggings Linie und einmal die Peach Perfect. Nein, Perfect Peach Linie. Mit einem, ja, dass der Po schön geformt wird, zeige ich euch dann gleich. Schauen wir mal als erstes, ich zeige euch als erstes mal die Konturlinie. Die hat nämlich hier an der Seite, aber auch hinten am Po, solche dunkleren Konturen eben, wie ein bisschen so der Schatten. Dadurch wird halt auch nochmal, ja, der Figur gut geschmeichelt. Einmal in diesem schönen Flieder-Pink-Rosa-Ton. Einmal in diesem Türkis-Grünton. Den Ton finde ich so, so schön. Und die machen echt... Also generell ist es aus der X-Skin-Reihe, also mit diesem X-Skin-Stoff, es ist wirklich, wie der Name schon sagt, wie so eine zweite Haut. Es passt sich so gut an. Ich liebe wirklich... Also alle, die sich diese Leggings kaufen, schreiben mir, der Stoff ist der Wahnsinn. Und es ist halt wirklich so. Und einmal auch noch in Grau. Und da habe ich dazu passend auch noch einen Sport-BH. Und auch noch ein Langarm-Crop-Top. Ich liebe solche Tops. Ich finde, das sieht erstens richtig cool aus. Mir gefällt der Look extrem gut, aber halt auch sehr praktisch. Und diesen Sport-BH, den ich euch gerade gezeigt habe, habe ich übrigens auch noch in Schwarz. Und in Weiß. Also ich habe die in diese drei Farben. Die sind übrigens ohne Pads. Also die haben keine Pads drinnen, aber seitlich ist Platz, dass man sich welche reinmacht. Ich nehme eigentlich diese Schlitze aber gar nicht her. Ich lege mir einfach immer die Pads so rein. Das hält auch super gut. Die sind von irgendeinem Bikini oder so. Dann geht es weiter mit einem schwarzen Set. Eigentlich ganz schlicht. Ich finde aber das Oberteil, das ist so ganz, ja, weiß nicht, das ist richtig schön geschnitten. Also das gefällt mir vom Design richtig gut und der Stoff ist ein bisschen dicker, auch die Leggings. Also das ist halt, ja, ich sag mal, sehr praktisch, weil es ist alles sehr kompakt so beisammen. Ist nicht schlecht und ich habe auch dieses schwarze Oberteil noch in Weiß. Also sehr basic eigentlich, aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt wie vorhin diese türkise Hose hat und dann einfach dieses weiße Oberteil dazu, das wirkt halt gleich so sommerlich, so frisch. Also ich mag das bei Sportkleidung richtig gern. Und dann habe ich noch ein Set, das hatte ich aber schon mal an. Ich glaube bei irgendeinem Frage-Antwort-Video da am Wald, genau. Das ist so in einem dunkel, wie nennt man die Farbe, ein bisschen so leicht camouflage-mäßig. Es ist auch ein bisschen so meliert. Ist aus der Purses Army-Reihe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Übrigens verlinke ich euch auch immer alles unten in der Infobox, dann braucht ihr nicht lang suchen. Dann geht es weiter mit diesem Set hier. Das Oberteil hatte ich schon und jetzt habe ich mir noch die Leggings dazu gekauft und das Oberteil, das langärmelige. Das ist aus dieser Purses Peak Reihe, alles in so einem Elfenbein-beige gebrochenen Weiß. Und das Oberteil ist halt richtig cool, gerade wenn man zum Beispiel wandern geht oder Skifahren geht, einfach so zum drunter anziehen. Ein ganz, ganz dünner Stoff, aber super angenehm. Dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten neuen Linie, die Peach, nein, die, boah, ich sage immer falsch, die Perfect Peach Leggings. Und die ist echt, also, das ist immer eine gute Linie, denn ich zeige es euch mal. Ihr habt hinten am Po bei der Leggings extra hier so eine Naht runter, die auch ein bisschen so eingezogen ist, dass so die Po-Backen nochmal ein bisschen größer und ja, knackiger erscheinen. Ich finde, die macht echt eine Hammerfigur. Ich habe die Leggings einmal eben in diesen Rot-Lachs
Orange-Pink-Ton, eine sehr schöne Frühlingsfarbe und auch nochmal in so lila. Alles ist ein bisschen so leicht mit Weiß meliert, also es ist nicht so eine durchgehende Farbe. Also ich bin verliebt in die Leggings und auch nochmal ganz schlicht in Grau. Auch die Leggings haben so einen verstärkten, höheren Bund. Das finde ich auch immer nochmal für eine schöne Figur super wichtig. Die macht dann eine schöne, schlanke Taille, hält alles gut zusammen so beim Bauch. Dann, was es jetzt auch gibt, das finde ich auch Bombe, also man kann, also ich würde sie eher wahrscheinlich entweder zu Hause so im Garten im Sommer oder so anziehen, aber eigentlich sind solche Laufhosen, Höschen besser gesagt, die sind wirklich so ganz, ganz kurz geschnitten. Einmal in diesem dunklen, bärigen Rot und einmal in so einem gräulich-blau-grünen Farbe. Machen auch echt einen knackigen Po. Ich trage übrigens in allem, das ist nämlich jetzt, weil ich es gerade gesehen habe, XSS, weil es da nur so eine Doppelgröße gibt. Aber ansonsten trage ich in allem immer XS. Ihr findet aber bei Prozis immer so eine ganz genaue Größentabelle bei jedem Teil dabei. Und ich sag's eh auch immer, beim Stoff von Prozis kann man nicht viel falsch machen. Wenn ihr jetzt nicht die perfekte Größe erwischt, der Stoff wird sich trotzdem so gut an eure Figur anpassen, weil er einfach so elastisch ist. Ja, dann machen wir jetzt mal weiter. Genau, eine Sache noch, ganz vergessen. Ich hatte schon mal bei meiner, ich glaube, das war die Dehnroutine, oder? So ein ganz gemütliches Outfit an. Seht ihr das? Das ist so gerippt und ist so wollig. Leggings hatte ich schon mal an und das Oberteil auch. Das hatte ich damals bei dem Video zu seinem Knoten gebunden und dann so unten reingesteckt. Das ist eigentlich ein längeres. Aber was ich jetzt dazu mir noch gekauft habe, ist die kurze Hose, weil ich einfach in den Stoff so verliebt bin. Und die ist genau gleich vom Material, aber halt nur in kurz. Und ich finde, das ist auch so ein perfektes Lounge-Home-Outfit. Jetzt, wie angekündigt, habe ich auch noch ein bisschen Unterwäsche. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass es bei Prozis auch Unterwäsche gibt. Und vor allem finde ich die halt perfekt so für, das ist gar kein Unterwäsche, das können wir da dazu. Ich finde die Unterwäsche wirklich perfekt für unter die Leggings. Da werde ich nämlich öfters auch gefragt, was ich da drunter anziehe. Die Unterwäsche ist nämlich so nahtlos und dadurch, ja, sieht man sie halt nicht. Ich meine, es ist jetzt keine Leggings durchsichtig, nicht falsch verstehen oder so, aber man sieht halt oft schon mal so die Nähte und dafür passen die halt richtig gut. Also ich habe einmal so ein grünes Set, das finde ich echt super schön, auch mit so einem Oberteil. Also das sind eigentlich alles so BHs, aber halt so ganz, ja, ohne Bügel, so ganz gemütlich, einfach super bequem, aber geben halt trotzdem, ich meine, ich habe jetzt nicht die größten Brüste, ich kann jetzt nicht für große Brüste sprechen, aber für mich geben sie genügend Halt auf jeden Fall. Dann das Ganze nochmal in, hey, habe ich die zweimal? Huh? Das ist zweimal, ich bin verwirrt. Okay, ja, dann habe ich das zweimal. Ich wollte eigentlich sagen, einmal das Ganze in Weiß, also diesen BH, diesen Unterteil, ist aus dieser Prozis Athletics Reihe. Da habe ich mir noch so einen Tanga, der halt so einen ganz hohen Bund hat, der auch nochmal da alles schön zusammenhält. Den habe ich auch nochmal in Schwarz, also das gesamte Outfit, auch nochmal ein schwarzes Oberteil habe ich in Schwarz. Und ich habe auch nochmal einen in Dunkelblau. Dann, wie vorhin schon gezeigt, habe ich mir so ein Stirnband gekauft. Ich finde es einfach so cool. Das hatte man ja früher generell, das war ja mal voll im Trend. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es ist eigentlich auch richtig angenehm. Wenn man jetzt Sport macht, einen Zopf hat und dann schwitzt man halt irgendwie nicht so. Es perlt halt nicht alles so runter. Passt auch sehr gut zu dieser, die habe ich jetzt nicht neu, aber zu dieser Reihe hier. Das ist alles aus dieser Athletics-Reihe. Und was ich mir auch gekauft habe, das ist ein Halstuch. Ich kann es euch gleich mal jetzt anziehen. Sieht, finde ich, echt schön aus und ist halt, hält einfach nochmal gut warm. Gerade auch so in der Übergangszeit, dann kann man sich auch hier ein bisschen so raufziehen. Ich glaube, das war jetzt mal alles an Kleidung. Ich habe jetzt hier einen Riesenberg vor mir liegen. Es ist wirklich viel Kleidung geworden. Jetzt machen wir aber weiter, sonst wird das Video ja ewig lang. Ich mache jetzt aber nicht mit Snacks und Food weiter, sondern mal ein bisschen so mit Haushaltsdingen. Ich habe mir nämlich, ich freue mich so drauf, ich habe es noch nicht ausprobiert, ein Crepe, Crepe-Dings, so Crepe-Pfanne, sage ich mal, gekauft, wo man halt so Crepes drauf machen kann. Wir haben ja, also Prozis hat ja einige so Haushaltssachen. Wir haben ja den Mixer von Prozis, den Wasserkocher und unseren Toaster. Also sie haben da schon einige Sachen und jetzt eben auch, upsie, ein Crepe-Eisen. Crepe-Eisen, Crepe-Eisen ist für die hohe Crepe-Pfanne. Interessant. Ah, es ist gar keine Pfanne. Also man steckt es bei der Steckdose an. Ach
so, und da drauf macht man dann die Crepes. Ey, wie cool ist das eigentlich? Ich glaube, ich werde es euch dann auf Instagram mal zeigen und berichten, wie das so funktioniert. Richtig cool. Wollte ich schon immer mal, weil ich liebe Crepes. Könnt mir mal schreiben, ob ihr auch solche Crepes-Fans seid. Ich finde es einfach so lecker. Am besten finde ich es ja, ich darf es ja gar nicht laut sagen, gefüllt mit Nutella, Banane und Erdbeeren. Boah, da könnte ich mich reinlegen. Schreibt mir mal, wie es bei euch ist, was da so eure Lieblingsfüllung ist und ob ihr das überhaupt mögt. Noch eine Haushaltssache nämlich. Ist nämlich auch, gibt es auch neu, das ist ein Joghurtmaker. Also da kann man einfach Joghurt drin machen. Macht man da auf, dann sind da lauter so einzelne Behälter. Da füllt man dann die Milch rein. Genauer wie es dann geht, habe ich noch nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Also werde ich auf jeden Fall auch noch testen. Euch dann gern berichten. Habe ich jetzt eigentlich alles... Was Dings? Ah ja, habt ihr schon mal, das fällt mir jetzt gerade nebenbei so ein, den Golden Club eigentlich bei Prozis gesehen? Ich habe das nämlich auf Instagram schon mal vorgestellt. Das ist so eine neue Funktion, wie man Dinge kaufen kann bei Prozis. Alles, was man nicht einnimmt, also alles, was Kleidung, technische Sachen, all das betrifft, kann man über den Golden Club nämlich kaufen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Leggings um 35 Euro kaufen möchte, kostet die 3,50 Euro und dann werden die nächsten 12 Monate 3,50 Euro vor eurem Konto abgebucht. Aber, und das ist jetzt der Clou, ihr bekommt diese 3,50 Euro jeden Monat wieder als Gutschein zurück. Also nur so ganz grob erklärt, falls ihr von dem noch nicht gehört habt. Ich habe auf Instagram mein eigenes Highlight erstellt, wo ich das Ganze ganz genau erklärt habe. Also schaut doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei oder auch bei Prozis findet ihr das eh alles auch genau erklärt. Meine allerliebsten Neuheiten bei Prozis, was Food betrifft, sind die Squiz. Wahrscheinlich kennt ihr sowas eh, solche Fruchtpürees. Gerade auch, wenn man unterwegs ist oder so zum Mitnehmen. Das sind jetzt alles die Bio-Varianten. Zum Beispiel Banane Apple oder Apfel Strawberry Raspberry. Die sind echt der Hammer. Und gerade, wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder für Schule, Uni, Arbeit. So, jetzt machen wir weiter. Sonst höre ich gerne mal auf. Aber nur. Was ich auch liebe, die hat es jetzt Ewigkeiten nicht gegeben und jetzt gibt es die wieder, aber in einem anderen Format, sage ich mal, sind die Energy Balls, also diese Veggie Snack Balls. Pflaume, Kakao und einmal in Erdnuss. Und da ist halt wirklich nur das drinnen, was hier oben steht. Also nichts zugesetzt, auch kein Zucker zugesetzt, alles auch vegan. Die schmecken richtig lecker und das ist auch wieder sowas, was man einfach gerade, wenn man kurz mal was braucht oder unterwegs ist, super mitnehmen kann. Und die hatte ich auch letztens beim Wandern mit Kokosnusschips, auch richtig gut. So, jetzt war die Kamera aus. Das ist ein Zeichen, dass ich schon richtig lang rede, also jetzt muss ich mich beeilen. Was ich jetzt neu gesehen habe, die wollte ich unbedingt mal probieren, das sind Brownies. Einmal in Original, also einfach so original Brownie-mäßig. Einmal so weiße Schokolade mit Raspberry und einmal mit Mixed Nuts. Und ich glaube, da probieren wir jetzt einen. Welchen soll ich da jetzt probieren? Ich nehme jetzt einfach mal den Originalen. Taste-Test ist doch immer am besten. Boah, extrem weich. Das hätte ich mir nicht gedacht. Seht ihr das? Das ist so ganz teigig weich. So muss der Brownie schmecken. Boah! Fresh and fluffy. Ja, das kann ich bestätigen. Mmh. Kannst du mal probieren? Boah, das ist gut. Fresh and fluffy. Das ist er, gell? Das ist er. Voll lecker. So, Sascha ist auch begeistert. Machen wir aber weiter. Und zwar, was es jetzt auch neu gibt, also die gibt es zwar generell schon länger, okay, muss uns runterschlucken, aber halt immer mal wieder andere Sorten, und zwar so Burger Patties, und die sind jetzt neu, das sind die Super Protein Patties, also alles pflanzlich basierend auf Sojaprotein, und die haben auf 100 Gramm 25 Gramm Eiweiß, das ist halt echt der Hammer, also auf die freue ich mich schon richtig. Und zum Schluss jetzt noch, was Food und Snacks betrifft, einmal Hefeflocken, die kaufe ich immer wieder nach. Hefeflocken, weiß nicht, ob ihr die kennt, ist halt super, wenn man jetzt keinen Parmesan essen möchte. Ein super Parmesanersatz. Die Nährwerte sind halt echt extrem. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die haben einfach mal auf 100 Gramm 49 Gramm Protein, 25 Gramm Ballaststoffe, 0 Gramm Zucker. Also die sind wirklich, und die schmeckt so lecker, wenn das dann ein bisschen so leicht schmilzt. Mega. Also die müsst ihr unbedingt mal testen. Und jetzt bin ich's. Jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich glaube, das wird echt ein langes Video. Und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Also, was ich verlose. Wie gesagt, automatisch nehmt ihr am Gewinnspiel schon mal teil, wenn ihr mit Paulina 10 bei Prozis bestellt. Das ist ja immer so. Und jetzt habe ich noch zusätzlich einmal verlose ich
Meine schöne Matte. Ihr wisst ja, die ist schon ausverkauft. Ich habe euch versprochen, die gibt es immer mal wieder bei einem Gewinnspiel. Also einmal Matte. Einmal einen 100 € Prozessgutschein für alles, was Food anbelangt. Also alles, was Essen, Ernährung, Supplements, könnt ihr den Gutschein verwenden. Einmal einen 100 € Gutschein. Und ich habe noch mal ein bisschen für euch mitgeshoppt. Ein cooles Paket. Einmal diese Area Kopfhörer, das sind die Wireless Kopfhörer, in Kombi noch mit diesem Spot Massage Ball, nenne ich ihn mal, und noch den pinken Pizzateig. Also dieses Paket könnt ihr auch noch gewinnen. Also drei Pakete. Ich hoffe, da freut ihr euch drüber und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur ein Kommentar verfassen. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr schon mal bei Prozis bestellt habt, was ihr gerne bestellt. Ihr könnt schreiben, was euch bei dem Haul gut gefallen hat. Ganz egal was, in einer Woche schreibe ich unter dieses Video die Gewinner der Pakete rein. Und den Gewinner, der mit meinem Gutschein bestellt hat, den gebe ich immer auf Instagram bekannt. Ja, das war es aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen wollt, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, damit ihr keine Workouts, Rezepte, Vlogs und so weiter verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.